Hallo, hallo. Schönen guten Tag. So, ist ein kleiner Kraftupdate zum Thema Mini-Album. Meerjungfrau, kleine Meerjungfrau und eben Ariel und so weiter, dieses Thema. Ne? Beziehungsweise von diesen ausgehend von den Stickers und hatte ich die genommen, genutzt. Und auch dieser Block, Designblock aus Teddy, ne, habe ich weiter noch, damit das dann dieses Mini-Album noch gewerkelt und auch noch schon ausgeschmückt. Möchte ich mal zeigen. Ja, ist eben wieder Thema. Und ja, ist Pop-up, ne? Pop-up. Ich zeige es mal seitlich dann. Und hier wollte ich noch zeigen, ach, hier ist es dann so eine Bindung, ne? Ja, und das sind eben mit Pop-up-Elementen. Habe so ein bisschen auch zusammengesetzt, manche Teile. Und das ist dann eben entstanden, ne? So, zeige ich mal. So, dann, ne? Und wenn es schließt sich, dann ist es auch noch hier auch Pop-up und auch noch ein paar Elemente dazu gesetzt. Ja, finde ich echt. Kann man immer weiter entwickeln, ne? Die eigene Ideen umsetzen und so weiter. Und Themas, man kann eigene Themen und auch Deko selbst alles sich da frei aussuchen, ne? Das ist ja. Und Allrounder finde ich echt so. Ja, und dann habe ich auch noch auf der Rückseite. Ja, und es ist eben so ein Aufstellbuch sozusagen. Und da oben, ne, sieht man ja diese Bindung, war ja einfach so ein Stückchen von dem Designpapier hatte ich einfach wirklich gefalzt und in dem ersten Video zu diesem Minibook ist hier die Anleitung auch dann zu finden. Ne? Zeige ich dann. Ja, das ist eben entstanden. Mal schauen, ob ich noch eine Schleife drauf drum binde, aber ich finde auch so ist echt hübsch. Man kann da noch ergänzen, den Namen und so weiter, wenn man als Geschenk oder das Alter kann man ja, ne, statt eine Karte, man kann auch ein Minibuch, ja, eben schnell durchlaufen. Ja, und Pop-up, ne, und es funktioniert. Bin ich echt zufrieden. So, das wollte ich mal zeigen. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.